sind ein europäischer Druckfarbenhersteller mit einem einzigen Überseestandort. Wir stellen flüssige Druckfarben für flexible Verpackungen und Wellpappe her. Das sind unsere Hauptfelder, da sind wir teilweise auch Marktführer. Wir machen systematische Konzepte, also Druckfarbensysteme in der Hinsicht. Die bestehen in der Regel aus Pigmentbasen plus technischen Verschnitten, die letzten Endes dann für die einzelne Applikation gemacht sind. Ja. Das ist eine Stärke, die wir über die Jahre entwickelt haben. Zu dieser Systematik gehört natürlich auch eine automatische Mischanlage. Die bauen wir selbst seit 2001 und haben ungefähr 150 Mischanlagen in der europäischen Kundschaft stehen. Die Stärke von Donec ist, dass wir beides machen. Also lösemittelbasierte Flexodruckfarben und Tiefdruckfarben als auch wasserbasierte Flexo- und Tiefdruckfarben. Da sind wir alleine, sag ich mal, auf dem Markt der unabhängigen größeren Hersteller in Europa. Wir sind natürlich dadurch auch meistens flexibler als die ganz großen Player auf dem Markt. Die Produkte sind mehr customized. Wir können auf Wünsche der Kunden besser eingehen, denke ich zumindest. Wir haben auch ein paar Spezialfarben entwickelt mit den Kunden zusammen. Basis war natürlich immer diese Systematik der Konzentratsysteme. Zum Beispiel Farben für den direkten Lebensmittelkontakt, Farben für die Kompostierbarkeit, sowohl in der Folie als auch im Papier. Farben für die Backfähigkeit, die besondere Hitzefestigkeiten natürlich haben. Solche Dinge haben wir gemeinsam mit den Kunden dann final entwickelt und die sind auch im Markt im Einsatz.